Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Lasst mich euch etwas sagen. Als ein Kind Gottes seid ihr nie ohne eine Lösung. Vielleicht habt ihr im Moment keine, aber wenn Gott bereit ist und die richtige Zeit dafür gekommen ist, wird er euch führen und euch zeigen, was zu tun ist. Oft führt er uns auch, ohne dass es uns überhaupt bewusst ist. Wer von euch hat es satt, ständig gegen irgendetwas ankämpfen zu müssen? Das könnt ihr ändern, indem ihr lernt, Gott für euch kämpfen zu lassen. Gott hat einen Plan. Und immer, wenn wir in einen Kampf geraten, müssen wir wissen, wie man auf Gottes Art und Weise kämpft. Wir haben Waffen, aber diese Waffen sind keine natürlichen Waffen. Wir können sie nicht sehen oder fühlen oder irgendwo kaufen. Und wenn es keine natürlichen Waffen sind, müssen es geistliche Waffen sein. Indem ich heute das Wort Gottes lehre, führe ich einen Kampf gegen den Feind. Ich helfe euch bei dem Kampf in eurem Leben und mir selbst bei dem Kampf in meinem Leben, indem ich Worte sage, die voller Leben und Kraft sind. Das Wort Gottes ist nicht irgendein Wort. Es ist das Wort, das Leben verändert. Ihr seid nicht hergekommen, habt für ein Hotelzimmer bezahlt und alles Mögliche auf euch genommen, nur um jemanden stundenlang reden zu hören. Ihr seid hier, weil ihr wisst, dass das, was ihr an diesem Ort hört, euer Leben verändern wird. Es begeistert mich, dass ihr mir aufmerksam und konzentriert zuhört. Das Wort Gottes erneuert unser Denken, es fällt in unser Herz und es verändert uns. Wir haben also geistliche Waffen. Eine dieser Waffen ist der Friede. Innerlich friedlich zu bleiben, während der Feind uns angreift, ist eine Waffe. Gerechtigkeit ist eine Waffe. Zu wissen, wer wir in Christus sind, ist ein Teil der Waffenrüstung Gottes. Aber es ist auch ein Weg, um den Feind zu bekämpfen. Tragt den Helm des Heils. Denkt, wie ein Kind Gottes denken sollte. In der Bibel ist auch die Rede vom Schwert des Geistes und damit ist Gottes Wort gemeint, die Bibel. Es heißt nicht, dass wir Gottes Wort nur mit uns herumtragen sollen. Wir sollen es aus dem Schaft ziehen und gebrauchen. Wir haben schon darüber gesprochen, wie wir das Schwert des Geistes gegen den Feind einsetzen können und welche Kraft es hat, das Wort Gottes auszusprechen. Lasst uns herausfinden, wo unsere Position auf dem Schlachtfeld ist. 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 17. Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Er ist mit euch, Einwohner Judas und Jerusalems. Habt keine Angst und lasst den Mut nicht sinken. Zieht ihnen morgen entgegen, denn der Herr ist bei euch. Was für eine gute Nachricht. Ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Ich ging viele Jahre davon aus, unsere Aufgabe würde darin bestehen, uns still zu verhalten. So habe ich das verstanden. Aber wenn ihr das gesamte Kapitel im Zusammenhang lest, stellt ihr fest, dass das nicht die Stellung ist, von der Gott spricht. Deshalb fangen wir einmal bei Vers 1 an. Wir werden heute ein paar gute Dinge aus der 2. Chronik, Kapitel 20, lernen. Danach zogen die Moabiter, Ammoniter und einige der Meuniter gegen Josaphat in den Krieg. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es jede Menge Iter in der Bibel gibt? Und wisst ihr was? Wir alle haben bestimmt einige Iter in unserem Leben. Vielleicht sind es die unfairen Chef-Iter, die mürrischen Nachbarn-Iter, die Rückenschmerzen-Iter oder der Geldmangel-Iter. Wir alle haben solche Iter in unserem Leben. Dazu gehören auch die Dinge, die uns durcheinander bringen oder aufregen. Boten kamen und meldeten Josaphat, ein riesiges Heer aus Edom vom anderen Ufer des Meeres marschiert auf dich zu. Sie sind bereits in Hazezontama, ein anderer Name für Engedi. Josaphat fürchtete sich. Passt jetzt genau auf, denn unsere erste unwillkürliche Reaktion auf schlechte Nachrichten oder Probleme ist das Gefühl von Furcht. Was wir in diesem Moment tun, ist von entscheidender Bedeutung. Das Wort Furcht bedeutet vor etwas fliehen oder weglaufen. Viele Menschen wollen sich nicht mit ihren Problemen auseinandersetzen und so finden sie einen Weg, um sich davor zu drücken. Manche Menschen trinken zu viel
Andere geben mehr Geld aus, als sie haben, nur damit sie nicht über ihre Probleme nachdenken müssen. Manche legen sich einfach ins Bett und schlafen. Wieder andere flüchten sich in Drogen. Es gibt viele Wege, um seine Probleme zu verdrängen. Auch meine Mutter verdrängte ihre Probleme, die wir zu Hause hatten. Und das führte schließlich dazu, dass sie psychisch krank wurde. Sie starb letztes Jahr im Alter von 87 Jahren. Sie war eine liebenswerte Frau, aber sie hatte kein schönes Leben. Sie hat nie wirklich gelebt. Es ist schrecklich, wenn man sieht, dass jemand sein Leben ruiniert, nur weil er Angst davor hat, sich seinen Problemen zu stellen. Ich hasse das, denn ich habe gesehen, was es mit meiner Mutter gemacht hat, was es fast mit mir gemacht hätte, was es mit meinem Bruder und auch mit meinem Vater gemacht hat. Vielleicht hätte er Hilfe in Anspruch genommen, wenn sie ihn nur ein einziges Mal mit den Tatsachen konfrontiert hätte. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir vor unseren Problemen davonlaufen und uns weigern, sie anzupacken. Gott hat uns keine Rüstung für unseren Rücken gegeben, weil er es nicht vorgesehen hat, dass wir weglaufen. Die in der Bibel erwähnten Teile der Waffenrüstung sollen uns helfen, wenn wir dem Feind gegenübertreten. Mir gefällt, was die Bibel über David sagt, der Hirte war und später König wurde. Als er gegen Goliath kämpfte, heißt es, lief er ihm rasch entgegen. Das begeistert mich. Er lief nicht weg, als er Goliath sah. Er lief auf ihn zu. Und wisst ihr was? Ich glaube, manchmal lassen wir uns von unseren Problemen total vereinnahmen. Wir denken so lange über sie nach, bis sie zu einem Schreckgespenst geworden sind. Aber oft sollten wir gar nicht darüber nachdenken, sondern einfach auf Gott vertrauen. Ich meine damit nicht, dass ihr dumme Dinge tun solltet, aber wenn ihr wisst, was Gottes Wille ist, könnt ihr einfach sagen, ich werde mich nicht davor fürchten, ich werde im Glauben vorangehen, Gott wird bei mir sein, wenn ich kämpfen muss, und er wird mir zeigen, was ich tun soll. Ich weiß, dass manche von euch Dinge einfach hinnehmen, statt sie anzupacken. Vielleicht nutzen eure erwachsenen Kinder euch aus. Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber vielleicht könnt ihr etwas damit anfangen. Amen. Oder? Wenn Gott möchte, dass wir uns einer Sache stellen, müssen wir es tun. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir müssen die Furcht besiegen, bevor sie uns besiegt. In dem Moment, in dem Josaphat die schlechte Nachricht bekam, fürchtete er sich also. Boten kamen und meldeten Josaphat, ein riesiges Heer aus Edom vom anderen Ufer des Meeres marschiert auf dich zu. Josaphat fürchtete sich, aber seht, was er als nächstes tat, das ist wunderbar, und betete zum Herrn. Er ließ in ganz Juda ein Fasten anordnen. Unser Leben wäre so viel besser und die Gemeinde Jesu wäre so viel attraktiver, wenn wir uns jedes Mal, sobald wir ein Problem haben und anfangen, uns zu fürchten, ein wenig Zeit nehmen und Gott suchen würden. Nun kommt, ist heute jemand hier? Rennt nicht zum Telefon, rennt zum Thron. Hört auf, immer gleich Menschen anzurufen und sie um Rat zu bitten. Sie wissen nicht einmal selbst, was sie tun sollen. Lasst uns herausfinden, wie Gottes Plan und seine Strategie für jeden unserer Kämpfe aussehen. Wir müssen direkt von Gott hören. Ein Wort von Gott ist mehr wert als 10.000 Worte von Menschen. Vielleicht fragt ihr euch, Gottes Stimme hören, kann ich das denn? Absolut. Ihr könnt vom Heiligen Geist geleitet werden. Ihr könnt Gottes Stimme hören. Vielleicht hört ihr keine Worte, aber ihr werdet instinktiv wissen, was ihr tun sollt. Und selbst wenn es euch nicht sofort klar ist, wird Gott euch führen und ihr werdet es schon bald wissen. Ich kann nur tun, was ich tue, weil ich gelernt habe, Gott die Führung zu überlassen. Ich habe immer einen Vortrag vorbereitet, wenn ich auf die Bühne komme, aber ehrlich gesagt halte ich mich nicht immer daran. Ich sage Dinge, die gar nicht darin vorkommen, und lasse Dinge weg, die eigentlich dazugehören. Unser Leben ist oft so durchorganisiert, dass Gott keine Möglichkeit mehr hat, zu uns durchzudringen. Deshalb müssen wir lernen, Gottes Stimme zu hören. Ein Wort von Gott kann euer Leben für immer verändern. Ein Wort von Gott kann euch Mut machen, sodass ihr euch jeder Schwierigkeit stellen könnt.
Vor 25 Jahren hatte ich Brustkrebs. Das war eine schnell wachsende Art von Krebs. Der Tumor war noch sehr klein, aber damals machten sie noch mehr Radikaloperationen. Und es hieß, ich müsste sofort operiert werden, weil ich russisches Roulette mit meinem Leben spielen würde, wenn man den Tumor nicht schnellstens entfernen würde. Natürlich ist Krebs ein erschreckendes Wort und ich weiß noch, wie sehr ich mich fürchtete, als die Furcht drohte, mich zu überwältigen, sprach ich Gottes Wort laut aus und fühlte mich schnell wieder stärker und vertraute auf Gott. Doch die Furcht kam wieder. Eines Nachts gegen 3 Uhr morgens hörte ich in meinem Geist ganz deutlich die Worte: Ich werde auf dich aufpassen. Du kannst mir vertrauen, ich werde auf dich aufpassen. Und wisst ihr was? Das hatten mir vorher schon 500 Leute gesagt. Und ich mir selbst auch. Es ist gut, wenn wir in schwierigen Zeiten zu uns selbst reden. Und es ist gut, wenn andere Menschen uns ermutigen. Aber als Gott das zu mir sagte, war es, als würde mein Glaube neu entfacht werden. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft Christi. Glaube entsteht, wenn ihr Gottes Stimme hört. Ich bin froh, dass ihr heute hier seid und mir zuhört. Aber ich hoffe, dass ihr durch mich Gottes Stimme hört und dass etwas von dem, was ich sage, euch veranlasst, Gott selbst zu suchen, wenn ihr wieder zu Hause seid. Ein Wort von Gott ist wertvoller als 10.000 Worte von Menschen. Wir werden allerdings nichts von ihm hören, wenn wir uns keine Zeit nehmen, ihn zu suchen. Ich weiß, dass die Menschen, die mir jetzt zusehen, in ihrer Beziehung zu Gott an ganz unterschiedlichen Punkten stehen. Wenn ich sage, sucht Gott, wissen manche genau, wovon ich rede. Und andere denken, oh, ich habe einfach nur deine Sendung eingeschaltet. Ich dachte, es wäre lustig, mal zu sehen, wie du aussiehst. Wisst ihr, vielleicht seid ihr euch nicht darüber im Klaren, was es heißt, Gott zu suchen. Geht einfach irgendwo hin und schließt die Tür. Wenn ihr wirklich nicht wisst, wie man Gott sucht, wird er euch dort begegnen, wo ihr seid. Ihr müsst nicht losziehen und ihn suchen. Ich sag das nochmal. Wenn ihr wirklich nicht wisst, wie man Gottes Stimme hört, lautet die gute Nachricht, dass er kommen und euch dort abholen wird, wo ihr seid. Setzt euch einfach irgendwo hin und sagt, Gott, ich brauche dich, ich stecke in Schwierigkeiten. Ich will nicht einfach aus Furcht und aus meinen Gefühlen heraus reagieren. Ich weiß nicht, was ich tun soll, sprich zu mir und führe mich. Wenn ihr dann nicht sofort etwas hört, seid nicht gleich enttäuscht und ärgerlich. Sagt einfach, okay, Gott, ich habe nichts gehört, aber ich glaube, dass du mich führst und leitest, wenn ich weiter vorwärts gehe. Ich sage immer, ein geparktes Auto kann man nicht fahren. Manche von euch müssen den Parkmodus in ihrem Leben beenden und anfangen, vorwärts zu gehen, damit Gott sie führen kann. Right. Wir müssen direkt von Gott hören. 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 4. Aus allen Städten im Land strömten die Menschen zusammen, um den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten Judas. Sie kamen zusammen und suchten Gott. Das gefällt mir. Diese Leute meinten es wirklich ernst. In dem Moment, in dem sich Probleme auftun oder ihr Angst verspürt, solltet ihr euch einfach sofort 15 oder 20 Minuten oder eine halbe Stunde Zeit nehmen. Das ist die Länge einer Fernsehsendung. Euch hinsetzen und sagen, Gott, ich muss deine Stimme hören. Ich brauche deine Führung. Was meint ihr, wie sehr das euer Leben verändern würde? Wäre das nicht phänomenal? Es wäre einfach erstaunlich. Vers 5. Im neuen Vorhof im Haus des Herrn trat Josaphat vor das Volk von Juda und Jerusalem. Er betete. Die nächsten Verse begeistern mich. Wir lesen jetzt bis Vers 9. Denn ich möchte, dass ihr seht, dass Josaphat zwar anfängt, mit Gott zu reden, er aber erst 4 Verse später darauf zu sprechen kommt, was sein eigentliches Problem ist. In den ersten 4 Versen tut er nichts anderes, als Gott zu sagen, wie wunderbar er ist. Da steckt eine wichtige Botschaft drin. Er betete, Herr, Gott unserer Vorfahren, du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Du bist Herr über alle Reiche auf Erden. Du bist groß und mächtig. Keiner kann dir standhalten.
Unser Gott, hast du nicht die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk der Israeliten vertrieben? Und hast du dieses Land nicht für immer den Nachkommen deines Freundes Abraham geschenkt? Dein Volk hat sich hier niedergelassen und dir diesen Tempel gebaut, damit dein Name darin geehrt wird. Die Menschen sagten, immer wenn uns ein Unglück droht, wie Krieg, Strafgericht, Krankheit oder Hungersnot, dann dürfen wir in deiner Gegenwart vor dieses Haus treten, wo dein Name verehrt wird. Wir dürfen dich um Rettung anflehen und du wirst uns hören und uns helfen. Er sagt, wenn wir ein Problem haben, tun wir immer dasselbe. Dabei hat er Gott noch nicht einmal gesagt, dass er ein Problem hat. Wir flehen dich an, Gott, und wir wissen, dass du uns antwortest, weil du groß und mächtig bist, Gott, und weil es nichts gibt, das du nicht tun kannst. Hier steckt fast ein bisschen Psychologie drin. Es ist, als würde er sich sagen, erst schmeichle ich Gott und dann sage ich ihm, was ich brauche. Natürlich weiß Gott bereits, was kommt. Aber es gefällt mir, dass er nicht einfach loslegt und anfängt zu bitten. Nun sieh, was die Heere aus Ammon, Moab und vom Gebirge Seir tun. Du hast unseren Vorfahren verboten, in diese Länder einzudringen, als sie Ägypten verließen. Deshalb sind sie ihnen ausgewichen und haben sie nicht verwüstet. Er sagt, okay, Gott, als das Volk Israel in das verheißene Land kam, hätte es sie vernichten können, aber du hast es nicht zugelassen. Nun sieh, wie sie es uns vergelten, denn sie sind gekommen, um uns aus unserem Land, das du uns als Erbe gegeben hast, zu vertreiben. Vers 12, jetzt kommt er zur Sache. Unser Gott, willst du sie nicht dafür bestrafen? Wir können nichts gegen dieses riesige Heer ausrichten, das uns angreifen will. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Vers 12 ist so wichtig, denn jetzt sagt er, du bist stark und mächtig. Du kannst alles tun. Es gibt nichts, was du nicht tun kannst. Wenn ich ein Problem habe, laufe ich damit zu dir und du wirst es ganz sicher lösen. Wenn du uns erlaubt hättest, unsere Feinde schon ganz am Anfang zu vernichten, könnten sie jetzt nicht gegen uns ins Feld ziehen. Aber du hast Nein gesagt und wir haben dir gehorcht. Und zum Dank dafür wollen sie uns jetzt vertreiben. Er sagt im Prinzip, Gott, das Problem, das wir jetzt haben, ist in gewisser Weise dein Problem. Als Gott mich das erkennen ließ, dachte ich, toll. Ich meine, wenn eines meiner Kinder sich mein Auto für eine Woche ausleihen wollen würde und einfach mit folgenden Worten zu mir käme, kann ich dein Auto eine Woche lang haben oder, noch schlimmer, sich einfach die Schlüssel nehmen würde, wäre ich nicht gerade begeistert. Und selbst wenn meine Kinder sagen würden, wir brauchen dein Auto für eine Woche, würde ich es ihnen vielleicht geben, aber ich wäre nicht besonders glücklich darüber. Ganz anders würde es aussehen, wenn sie zu mir kämen, oh Mama, du bist die Beste. Immer wenn wir ein Problem haben, wissen wir, dass wir damit zu dir kommen können und du uns nie enttäuschen wirst, denn du bist die großartigste, großzügigste, beste und wunderbarste Mutter auf der ganzen Welt. Wir lieben dich von Herzen. Sei umarmt, liebe Mama. Ich habe einen 34-jährigen Sohn, der das wirklich gut beherrscht. Er ist mein Baby. Er ist 1,96 Meter groß und sehr muskulös. Manchmal hebt er mich hoch und trägt mich durchs Haus und sagt, oh Mama, du bist die beste Mutter auf der ganzen Welt. Und wenn er dann sagt, ach übrigens Mama, mein Auto ist kaputt und ich habe mich gefragt, ob ich wohl deines für eine Woche ausleihen kann, denke ich, kein Problem, nimm das Auto, lass mich das Benzin bezahlen und dir noch etwas Geld geben, damit du essen gehen kannst. Nun kommt, manchmal sind wir nicht besonders klug. Es dreht sich alles um Anbetung. Es dreht sich darum, Gott an die erste Stelle zu setzen. Sogar im Vater Unser heißt es, Vater Unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir loben ihn, bevor wir ihn um irgendetwas bitten, wie um unser tägliches Brot. Wir gehen nicht einfach zu ihm und sagen, unser tägliches Brot gib uns heute. Unser Vater im Himmel ist der Größte. Du bist heilig, Gott. Du bist wunderbar. Du bist der Beste. Du bist der Größte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Rette uns vor unseren Feinden. Erlöse uns von dem Bösen. Ich gebe euch heute einen Schlachtplan.
Vers 12. Unser Gott, willst du sie nicht dafür bestrafen? Wir können nichts gegen dieses riesige Heer ausrichten, das uns angreifen will. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Ihr werdet keine Hilfe von Gott bekommen, wenn ihr nicht zugebt, dass ihr es alleine nicht schafft. Einer der Gründe, warum wir oft so erschöpft sind, ist, dass wir versuchen, ohne Hilfe zurechtzukommen. Das ist wie bei einem kleinen Kind. Ein zweijähriges Kind kann seine Schuhe noch nicht alleine binden, aber es will sich nicht helfen lassen. Ich kann das allein, ich kann das allein. Sie ziehen ihre Kleider verkehrt herum an und mit der Innenseite nach außen. Bei dem Versuch, die Schuhe zu binden, machen sie einen dicken Knoten in die Schnürsenkel. Aber immerhin haben sie es allein gemacht. In der Bibel steht, dass Gott nur den Demütigen Gnade erweist. Manchmal fällt es uns Menschen schwer zu sagen, ich schaffe das nicht, das ist zu viel für mich, Gott, aber es ist nicht zu viel für dich. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich frage mich, warum es uns so schwer fällt zu sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Ahnung. Aber ich kenne denjenigen, der es weiß, und ich gehe zu ihm und er wird mir zeigen, was jetzt zu tun ist. Lasst mich euch etwas sagen. Als ein Kind Gottes seid ihr nie ohne eine Lösung. Vielleicht habt ihr im Moment keine, aber wenn Gott bereit ist und die richtige Zeit dafür gekommen ist, wird er euch führen und euch zeigen, was zu tun ist. Oft führt er uns auch, ohne dass es uns überhaupt bewusst ist. Unser Gott, willst du sie nicht dafür bestrafen? Wir können nichts gegen dieses riesige Heer ausrichten, das uns angreifen will. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Das ganze Volk von Juda mit allen Männern, Frauen und Kindern stand vor dem Herrn. Und ich habe dazu geschrieben, sie warteten. Seht ihr, das ist das, was wir oft falsch machen. Wir teilen Gott unser Anliegen mit und wenn dann nicht sofort etwas passiert, denken wir uns einen Ersatzplan aus und versuchen es allein zu schaffen. Nur für den Fall, dass Gott nicht handelt, haben wir einen Plan B vorbereitet. Sie warteten, weil sie wussten, wir schaffen es nicht. Seht ihr, manchmal reagiert Gott nicht sofort, um zu sehen, ob ihr wartet oder einfach vorwärts geht und versucht, die Dinge selbst zu lösen. Na, kommt schon. Oh Gott! Ich vertraue darauf, dass du meinen Mann rettest. Aber nur für den Fall, dass du dabei ein wenig Hilfe brauchst, werde ich ihm einige Joyce Meyer Bücher kaufen und darin ein paar Sätze unterstreichen und sie überall im Haus verteilen. Ich werde christliche CDs laufen lassen, wenn er zu Hause ist und ihre Sendung einschalten. Nun, wenn das wirklich von Gott käme, wäre es euch wahrscheinlich gar nicht bewusst, was ihr tut, und ihr würdet es für einen Zufall halten, wenn es zum Erfolg führt. Wer hingegen mit menschlichen Mitteln versucht, etwas zu tun, was nur Gott tun kann, wird damit keinen Erfolg haben. Diese eigenen Werke erschöpfen uns. Ich sage euch etwas, ich arbeite so hart daran, Dave zu verändern. Ehrlich, und heute, nach über 50 Jahren, ist er immer noch genauso. Ich ärgerte mich, weil er Sport mochte, während ich mir überhaupt nichts aus Sport machte. Dave liebt es immer noch. Er guckt heute sogar noch mehr Sportveranstaltungen als früher. Tennis gefiel ihm früher nicht besonders, aber heute guckt er ständig Tennis. Ich meine, er mag alles. Er geht zu Footballspielen, er geht zu Baseballspielen und ich versuchte so sehr, ihn zu verändern. Aber wisst ihr was? Ihr könnt Menschen nicht verändern. Nur Gott kann Menschen verändern. Wenn ihr der Meinung seid, dass ihr es mit einer Person nicht mehr aushaltet, außer sie ändert sich, dann seid ihr auf dem Holzweg. Denn wenn Gott sie in euer Leben gebracht hat, kann er euch auch die Gnade schenken, sogar dann glücklich zu sein, wenn diese Person sich nie ändert. Oh, oh, oh. Ihr schüttelt den Kopf. Nun kommt, steinigt mich. Ich spreche jetzt nicht von Menschen, die euch schlagen oder missbrauchen. Aber wisst ihr, manche Ehepaare lassen sich scheiden, weil der Mann sportbegeistert ist. Sie lassen sich scheiden, weil sie nicht zusammenpassen. Aber welche Partner passen schon zusammen? Ich meine, Dave und ich sind so unterschiedlich, wie man nur sein kann. Ich rede viel, er redet wenig. Ich rege mich über alles Mögliche auf und er sagt, wirf deine Sorgen auf Gott. Alles wird gut. Früher sagte er immer, du rennst Gott voraus. Und ich sagte, ja, und du läufst 15 Kilometer hinter ihm her.
Ich will Entscheidungen immer sofort treffen und er sagt, wir werden sehen. Ich werde eine Weile darüber nachdenken und dann werden wir sehen. Ich will nicht darüber nachdenken, ich will eine Entscheidung treffen. Menschliche Werke funktionieren nicht. Ich will nun zum Punkt kommen. Gott, wer bin ich, dass ich glaube, ich könnte jemanden verändern? Und nicht nur das, Gott, ich selbst brauche mehr Veränderung als irgendein anderer Mensch auf diesem Planeten. Deshalb muss ich nicht versuchen, andere Menschen zu verändern. Verändere mich und tu mit den anderen, was du willst. Dann macht euch auf etwas gefasst. Ich hoffe und bete, dass der heutige Vortrag Sie ermutigt hat, mit Ihren Problemen zuerst zu Gott zu gehen und ihn Ihre Kämpfe austragen zu lassen. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. Unser Team freut sich auf Ihre E-Mail. Hinter mir sehen Sie Fahnen an den Häusern. Wenn ein Mädchen die Pubertät erreicht und Kinder bekommen kann, wird diese Fahne an ihrem Haus aufgestellt. Wenn die Mädchen geschlechtsreif sind, werden sie aus der Schule genommen. Ihre Eltern bringen ihnen dann verschiedene Dinge bei, was man als Hausfrau wissen muss und wie man einen Mann zufriedenstellt. Auch auf sexueller Ebene. Wir tun alles, was wir können, um den Menschen hier zu zeigen, welchen Wert Mädchen haben. Das ist der Schlüssel zur Veränderung. Aus diesem Grund haben wir in Sambia 3 Imagine Hope Frauenhäuser gegründet. Die Mädchen können 6 Monate hier leben. Wir zeigen ihnen, welchen Wert sie in Jesus Christus haben und wie sehr er sie liebt. Gleichzeitig bringen wir ihnen auch grundlegende Fertigkeiten bei, wie zum Beispiel das Herstellen von Schmuck, sodass sie Geld verdienen können, um ihre Familien zu unterstützen. Wir sollten denen geben, die uns nichts zurückgeben können. Ich denke, das ist genau das, was Hand of Hope tut. Selbstbewusst zu sein, hat viel damit zu tun, worauf wir unser Vertrauen setzen. Genau darum geht es in dem Buch von Joyce, Du bist wunderbar gemacht. Joyce Meyer beschreibt darin, wie sie über die Jahre gelernt hat, ihre Gaben zu entdecken und kreativ einzusetzen. Und dabei frei und sie selbst zu sein. Mit diesem Buch für Frauen entdecken Sie jeden Tag ein Stückchen mehr, wie kostbar Sie eigentlich sind. Bestellen Sie Du bist wunderbar gemacht telefonisch unter 040 88 88 41111 oder im Internet unter joyce-meyer.de/wunderbar.